In diesem Video verlassen wir NRW und bewegen uns ein ganz kurzes Stück über die Grenze in die Niederlande. Wir unternehmen eine Tour rund um die Seen- und Flusslandschaft bei Roermond. Das heißt, wir sehen ganz viel Wasser. Und wir machen einen Abstecher in die Weiße Stadt. Auf geht's! Wir starten unsere Tour mitten im Herzen von Roermond, am Rathaus auf dem Marktplatz. Die Stadt ist früh am Morgen gerade erst erwacht und die Außengastronomie wartet noch auf die Gäste. Oder anders gesagt, noch ist der Blick vollkommen frei auf die hübschen Fassaden der Altstadtgebäude. Die erste Begegnung mit Wasser haben wir dann gleich eine Gasse weiter. Hier verläuft die Ruhr, die ohne H, nach deren Mündung die Stadt benannt ist. Und parallel dazu die Ruhrkade, eine Gracht mit vielen gemütlichen Restaurants. Auf die andere Seite der Ruhr gelangt man über die sogenannte Steinerne Brücke, auch Maria-Theresia-Brücke genannt. Am anderen Ufer treffen wir dann auf den Yachthafen, also auf den ersten, denn weitere werden noch folgen. Dieser hier befindet sich noch in der Ruhr, aber unmittelbar parallel dazu verläuft bereits der nächste Fluss, die Maas. Ein kleines Stück weiter südlich kommt dann bereits der nächste Yachthafen, diesmal direkt an der Maas. Auch hier gibt es gemütliche Gastronomie, sogar mit einem Extra-Service für vierbeinige Gäste. Und natürlich einen konstant schönen Blick auf die Maas. Und auf dem Campingplatz am anderen Ufer lässt es sich gewiss auch sehr gut aushalten. Wir verlassen nun den Stadtbereich Roermonds und wählen dazu das beliebteste Fortbewegungsmittel der Niederlande, das Fahrrad. Perfekte Radwege wie diesen hier muss man ja schließlich einfach nutzen. Und das Radeln nach Zahlen, oder besser gesagt, das geniale Knotenpunktsystem, macht die Orientierung zu einem wahren Kinderspiel. Zunächst überqueren wir noch rasch die Maas und nun sind wir im Bereich der Maasplassen, oder zu Deutsch der Maasseen. Die vielen kleinen Seen sind aus Kiesausgrabungen entstanden und formen heute ein beliebtes Naherholungs- und Wassersportgebiet. Wie man sieht, jeder einzelne der Maasseen hat seinen eigenen Charme, mal mit, mal ohne Wassersportmöglichkeit. Natur, Erholung und Freizeitspaß werden aber in allen Seen großgeschrieben. Letzterer, also der Freizeitspaß, besonders auch am Fun Beach. Für einen Moment verlassen wir nun die Wasserwelt. Denn unsere Tour führt uns an der kleinen Stadt Thorn vorbei und wir müssen unbedingt deren Altstadtbereich besuchen. Man braucht nicht lange, um zu verstehen, weshalb Thorn auch die Weiße Stadt genannt wird. Also schauen wir uns hier mal ein wenig um. Thank you.
Nach unserem Abstecher durch Thorn sind wir sofort wieder am Wasser und durchqueren eine gerade erst eröffnete Ferienanlage, den Park Maas Residenz. Gleich danach wechseln wir wieder vom stehenden zum fließenden Gewässer, denn wir sind erneut an der Maas. Unser Weg verläuft durch das kleine Städtchen Wessem, wo wir uns nochmals am typischen niederländischen Baustil erfreuen können. Und da wir gerade bei niederländischem Baustil sind, was darf in keinem Film über die Niederlande fehlen? Na klar, eine Windmühle. Auch auf unserer Tour liegt eine unmittelbar am Weg. Et voilà, hier ist sie. Ja, und damit ist unser Film nun vollständig. Und unsere Tour rund um Roermond und die dortige Wasserlandschaft endet ebenfalls. Werfen wir rasch noch einen Blick von oben auf die Maas. Und dann haben wir das Ende von Roermond und das Ende dieses Films erreicht. Tschüss!